schrumpfen müssen, sollten wir auch noch eine Stufe weiter nach vorn gehen und sollten mal überlegen, ob wir nicht an irgendwelchen Städtebauprogrammen, die ja vielleicht sogar auf Landesebene schon existieren, dass man Maßnahmen ergreifen kann, um einfach mehr Leute zum Wohnen in die Städte bewegen zu können. In einer Stadt wie Hildesheim mit mittlerweile einer so großen Studentenpopulation könnte ich mir also vorstellen, dass es an Nachfrage nicht fehlen würde. Wenn es in der Innenstadt genügend bezahlbaren und attraktiven Wohnraum gäbe, dann könnte ich mir also gut vorstellen, dass es da auch wirklich Interessenten gäbe, die das gern annehmen würden. Das möchte ich mal dazu ergänzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Carsten. Wie du ja weißt, passiert um die Fußgängerzone herum ja relativ viel durch verschiedene Städtebauförderprogramme. Ich erinnere, die Oststadt ist gar nicht so weit weg. Ich erinnere aber genauso auch an das Thema Neustadt. Dort werden wir jetzt erheblich nochmal als Stadt auch investieren. Es hängt ja auch immer so ein wenig von dem Vermieter ab, gerade was das Thema Fußgängerzone angeht. Prinzipiell gebe ich dir vollkommen recht, es könnten mehr Leute in der Fußgängerzone wohnen. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, ist es bezahlbarer Wohnraum? Ist es attraktiver Wohnraum? Weil viele Leute ja morgens auch nicht als erstes um 6 Uhr oder um 5 Uhr morgens von entsprechendem Lieferverkehr geweckt werden möchte. Es hat alles ein Für und Wider. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass wir uns versuchen, um noch mehr Städtebauförderprogramme gerade in diesem Bereich auch zu bewegen. Ich wollte noch einen Beitrag aus einem Chat, den wir erhalten haben, ganz kurz hier kundtun, weil das sicherlich für denjenigen, der es auch geschrieben hat, wichtig ist. Und zwar zum Einführungsvideo von Dennis Münter hat ein Gast, Sieglinde, geschrieben, nicht jedes Graffito ist mit Schmutz und Müll gleichzusetzen. Legale Graffiti und Street Art sind Kunst, das stimmt. Das ist auch unbenommen, aber ich glaube, weder Dennis Münter in seinem Video noch Alexander Zimbel, der es ja auch kurz angesprochen hatte, haben wir davon von legalen Graffitis gesprochen, sondern eher von denjenigen, die man mit viel Aufwand wieder wegmachen muss, weil sie eben illegal sind. Also gegen legale Graffitis hat tatsächlich auch keiner einzuwenden. Wenn ich mir das in gewissen Bereichen, Klingeltunnel und Ähnliches angucke, das ist alles in Ordnung, keine Frage. Aber es geht natürlich um die Tags und es geht natürlich um ganz andere Dinge. Und das sind halt eben immer diese ersten entscheidenden Schritte. Und das sehe ich genauso, wie Dennis Münter es auch formuliert hat. Das sind eben Sachen, die gehen nicht. Und da muss man auch ganz deutlich auch mal dagegen etwas sagen dürfen. Keine Frage. Aber es geht nicht um legale Graffitis, natürlich. Okay. Die nächste Frage, der nächste Beitrag, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Sonst gibt es Hände ohne Ende. Und Christian Berg, hallo. Christian. Ja, er ist etwas drüber, glaube ich. Ja. Jetzt müsste es gehen. Hört ihr mich? Jetzt hören wir dich laut und deutlich. Ja, also ich teile fast alles, was gesagt wurde. Ich finde auch die Idee, es mit Null Toleranz zu versuchen, sehr gut. Damit hat es New York ja geschafft, wieder sicher und lebenswert zu werden, weil man eben keine rechtsfreien Räume duldet und auch kleine Vergehen nachhaltig ahndet. Meine Frage wäre, wie groß müsste eigentlich ein Stadtordnungsdienst in Hildesheim optimalerweise sein, damit wir das erreichen? Und welche Möglichkeiten gäbe es eigentlich, über die Schulen auf die jugendliche Klientel einzuwirken? Und welche Rolle sollten beispielsweise Integrationsmaßnahmen dabei auch spielen? Also zur ersten Frage habe ich mir tatsächlich auch intensive Gedanken gemacht, wie groß sollte ein Stadtordnungsdienst sein. Es gibt verschiedene Berechnungsmodelle, und zwar Berechnungsmodelle, die natürlich so auf Schichtsystemen funktionieren. Und idealerweise wäre natürlich so etwas Ähnliches sich vorzustellen wie ein Zwei-Schicht-System, nämlich früh und spät für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dabei insbesondere Freitag und Samstag natürlich auch mit einer Nachtpräsenz.
Und wenn ich das gewährleisten möchte unter Berücksichtigung von Urlaub und Überstunden und Krankheitsausfällen etc., dann müsste ich ungefähr mit einer Zielmarke von 40 Personen, 40 Vollzeiteinheiten arbeiten. Das ist so die ganz grobe Zielmarke. Ob das umzusetzen sein wird, ob das zu bezahlen wird, das ist natürlich etwas, da muss sich dann ein Stadtkämmerer darüber Gedanken machen. Aber das wäre so eine Zielmarke, mit der man wirklich vernünftig arbeiten könnte. Und letzten Endes die Ziele, die man hat, nämlich die Wahrnehmung nach außen, dann auch umsetzen könnte. Zur zweiten Frage, was die Einbindung angeht, das sind alles so Dinge, die zu Netzwerkpartnerschaften mit dazukommen. Ich will es mal mit einer Negativaussage beantworten. Ich bin jetzt seit mittlerweile knapp 5 Jahren Hildesheimer Bürger. Das ist vielleicht noch nicht so wahnsinnig lange, aber gewisse Eindrücke kann man sich schon verschaffen. Ich habe das Gefühl, dass, wenn es um Netzwerkarbeit geht, Hildesheim da ein wenig im Dornröschenschlaf sich nach wie vor befindet. Wenn es darum geht, Schulleitungen mit in solche Prozesse, das war ja auch gerade die Frage, Schulleitungen mit in solche Prozesse einzugliedern. Wenn es darum geht, zu gucken, wo haben wir denn Streetworker, wo haben wir denn Ansprechpartner, wo haben wir denn die Menschen, die tatsächlich ihre Stadtteile kennen. Und wann setzen wir uns mit denen mal an einen Tisch und erörtern gemeinsam Probleme? Da habe ich immer so den Eindruck, das wird hier noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Von daher absolutes Votum genau für diese Aussage. Wir müssen die Schulen mit reinnehmen. Wir müssen Kooperationen mit Schulleitungen, mit Lehrkräften bilden, weil die kennen natürlich ihre, Entschuldigung, wenn ich das so nehme und deswegen in Parenthese setze, die kennen natürlich ihre Pappenheimer und die wissen auch ganz genau, wo die Probleme liegen. Da passiert nach unserer Auffassung, nach meiner Auffassung deutlich zu. Christian, es war mal unsere Zielmarke für den Stadtordnungsdienst, im Best Case momentan 24 Leute zu erreichen. Das haben wir aber längst noch nicht geschafft. Die Stadtverwaltung hat ja lange gebraucht, von ihren ursprünglichen 8 Leuten, dann einmal auf 16 Leute zu kommen, und die andere Zielmarke ist eben auch noch weit in der Ferne. Das liegt übrigens, wenn dem so ist, ich habe ja hier den Vorsitzenden des Beamtenbundes, unter anderem auch an Personalräten und an entsprechenden Ausschreibungsangelegenheiten, wo man sich immer wieder wundert, was alles vorher passieren muss, bis sich jemand, der diese Stelle tatsächlich haben möchte, diese dann auch bekommt. Also das zur Zielmarke, Christian. Und wenn wir jetzt von unserem Gast hören, wir brauchen in einer Stadt mit 102.000 oder 103.000 Einwohnern etwa 40 Leute, genau um dieses Thema Freitag, Samstag, Doppelschicht und eben auch bis spät in die Morgenstunden sozusagen beinahe zu arbeiten, dann muss das ein Ziel sein. Ja, vielen Dank. Dennis hat sich gemeldet. Dennis? So, jetzt, mein Mikrofon wollte irgendwie nicht so richtig anspringen. Ich wollte mich sozusagen nochmal zwischendurch melden. Was mir ganz wichtig ist, wir grenzen ja hier dienstags die einzelnen Themenfelder voneinander ab. Und natürlich, ich habe das auch in meinem Beitrag weggelassen, ist Prävention ja immer die beste Bekämpfung von Verbrechen und von Müll und Schmutz und öffentlicher Ordnung, wenn sie erst gar nicht passiert. Ich hätte jetzt dieses Thema Prävention dem Bereich Soziales zugeordnet, was wir sicherlich auch noch an einem Dienstag bearbeiten wollen. Heute wollten wir ja uns quasi abgegrenzt um dieses Thema kümmern, deswegen ist das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich gebe Carsten Schiedek da vollkommen recht, dass man das in dem Zusammenhang eigentlich auch ansprechen muss. Um nochmal diese 2 Fragen noch zu ergänzen, die da aufgekommen sind beim Thema Graffiti, geht es mir natürlich auch nur um die illegalen, um die Beschmierungen quasi. Wir haben sehr, sehr schöne Orte, wo man das machen kann. Das kann man vielleicht sogar noch ausweiten. Das ist ja auch eine schöne Präventionsarbeit, wenn man Jugendlichen oder auch Erwachsene sein, die Flächen zur Verfügung stellt, dann sinkt ja auch die Hemmschwelle oder sinkt ja auch die Bereitschaft, das irgendwie so wild zu machen, wenn man die Möglichkeiten bietet. Deswegen ist das auch ein guter Ansatz. Und eine Sache hatte ich mir noch gemerkt, da ging es um die Parktickets. Das ist bei mir vielleicht auch von der Herleitung ein bisschen anders. Wir haben ja lange in Hildesheim nur einen Stadtordnungsdienst gehabt, der ausschließlich dafür zuständig war,
Parkverbote zu ahnden. Und so wie Alexander Zimmel das gesagt hat, haben wir es ja erst als Fraktion, und das zeigt ja auch wieder, was man doch für tolle Politik machen kann in der Stadt, zwar mit großem Widerstand der Verwaltung, aber wir haben es halt durchgesetzt, nachher mit den anderen Fraktionen zusammen, dass dieser echte Ordnungsdienst eingeführt wird, der eben nicht dafür zuständig ist, Parktickets zu verteilen. Und wir haben das auch vollkommen voneinander getrennt. Diese Stellen sind übrigens auch höher bewertet, habe ich dann gelernt, Alexander, als die der ursprünglichen Politesse, ich sag mal Politesse dazu. Und man braucht auch bestimmte Voraussetzungen, dass man diese Stelle annehmen kann. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der bei dem ursprünglichen Stadtordnungsdienst arbeitet, der hat gesagt, er hat keine Lust, nochmal auf die Schulbank zu gehen, um das alles machen zu können. Er bleibt in seinem Bereich, Knöllchen. Und die, die etwas mehr Ausbildung haben, machen eben diesen Bereich. Da gehört wahrscheinlich auch sowas zu wie Gesprächsführung, Konflikttraining und was die da alles absolvieren müssen. Es ist auch teilweise keine leichte Aufgabe. Das muss man ja auch so sehen. Und das hast du ja vorhin auch vorgetragen. Deswegen habe ich das ein bisschen so beschrieben. Vielleicht nochmal allgemein. Cornelius ist ja auch dabei hinter der Kamera. Wir versuchen ja immer in sehr kompakter Zeit, in 2 bis 3 Minuten, so ein Thema herzuleiten. Und da kann man nicht auf jeden Seitenweg, auf jedes Detail so ganz genau eingehen, weil wir ja einfach nur so ein Intro machen wollen und dann dienstags ja hier zusammen diskutieren. Nein, aber ich sehe das genauso. Deswegen, ich musste nur diesen kleinen Schlenker machen, weil tatsächlich es geht eben auch darum, wildes Parken und ähnliche Dinge zu beseitigen. Das hatte ich ja gesagt. Ich sehe es ansonsten genauso. Das kann nicht Kernaufgabe eines Ordnungsdienstes sein, Knöllchen zu verteilen. Also das ist genau diese Sache. Und da geht es ja genau um die Steigerung des Ansehens der Kolleginnen und Kollegen, das auch zu tun. Also von daher absolut d'accord. Das ist auch wichtig und auch richtig. Und aus dem Grunde hat, glaube ich, auch durch die Aufwertung des Ordnungsdienstes, allein durch die bessere Ausrüstung, ist auch schon eine ganze Menge in dem Selbstbewusstsein der Leute neu motiviert worden, neu gebracht worden. Ich würde mir einfach wünschen, und das ist kein Vorwurf an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wenn ich selber habe die noch nie gesehen. Ich habe die noch nie wahrgenommen. Jetzt bin ich nicht tagtäglich in der Innenstadt. Zurzeit gebe ich zu, noch weniger. Vielleicht geht das auch nur mir so. Aber ein Ordnungsdienst muss natürlich wahrgenommen werden. Und da sind wir dann wieder bei der Frage von Christian Berndt. Das kriege ich nur dann hin, wenn ich natürlich dementsprechendes Personal auf die Straße bringe. Und das kriege ich nur dann hin, wenn ich dafür einfach Geld in die Hand nehme. Und dieses Geld muss da sein. Es ist für viele Dinge Geld da. Leider Gottes manchmal für die Falschen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber tatsächlich, wenn ich wirklich diese Menschen sichtbar machen will, sichtbar für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, dann werde ich auch mit 24, und da sind wir ja noch nicht mal, mit Sicherheit auf Dauer nicht hinkommen. Das ist rein rechnerisch schon nicht machbar. So, jetzt habe ich als nächstes einmal unseren auch ständigen Gast, Herrn Heke, herzlich willkommen, und danach Thomas Brandes. Hallo Herr Heke, Ihre Frage bitte oder Ihre Anmerkung. Ja, guten Abend. Wie üblich habe ich keine konstruktiven Vorschläge, weil die Dinge nun mal so sind, wie sie sind. Mir fällt dazu nur ein, dass die Stadt ja noch nicht mal im Sommer in der Lage ist, den Grünschnitt zu leisten und auch in Jahrhundert oder Jahrzehnt Wintern den Schnee nicht schieben kann. Genauso illusorisch ist es natürlich, dass diese Stadt irgendwann mal 24 oder sogar 40 Ordnungsdienstleute haben würde. Also so viel nur mal zu meiner Einschätzung, zur praktischen Einschätzung dessen, was wir hier gerade besprochen haben. Wie gesagt, nichts Konstruktives, sondern was mich interessiert, ist Folgendes. Herr Zimmel als Polizist, ehemaliger, funktioniert das inzwischen eigentlich, dass die Polizeieinsatzleitung seit einigen Jahren in Göttingen ist? Da gab es ja viel Geschrei und hat man gesagt, die können das ja überhaupt nicht von da aus beurteilen und einsetzen. Hat sich das eingespielt? Und die noch interessantere Frage, zu der Sie ja vielleicht auch was sagen können als Itzumer, was ist eigentlich mit Herrn Lürich? War das in Ordnung, dass der nach Hause geschickt wurde, oder wie sehen Sie das? Vielen Dank. Sehr provokante Fragen, Herr Heke. Ach, aber provokante Fragen bin ich gewohnt, das ist klar. Nein, das heißt nicht provokant, das heißt interessant, Herr Wotzak. Interessant. Darf ich einen Spiegelstrich setzen, Herr Heke? Dann sind wir uns wieder einig. Ja, ist gut.
Nein, also ich möchte beide Fragen gerne beantworten. Dazu sagen muss, dass ich natürlich mich in die Abläufe von Polizeidirektionen ungern gerade auch als Gewerkschafter einmische. Aber tatsächlich, ich kann die Frage beantworten, auch wieder mit einem eigenen Erlebnis. Im Sommer vergangenen Jahres wurde ich Augen- und Ohrenzeuge einer politischen Sachbeschädigung mitten in Itzum. Das kann ich jetzt sagen, weil das Ortsratsmitglied rechts neben mir sitzt. Und als jemand meinte, den Schaukasten einzuschlagen. Und ich bin dann hinter den Menschen hinterher und habe über Handy natürlich, wie sich das gehört, 110 die Polizei angerufen und war natürlich auch irgendwo noch so im Kopf, du landest jetzt an der Schützenwiese. Nein, das ist nicht so. Ich landete in Hameln und alleine schon mit dem Begriff Spandauer Weg kam die Kollegin am Telefon nicht so richtig klar. Das ist misslich. Wir haben das tatsächlich, und das ist jetzt wieder eine polizeigewerkschaftliche Aussage, wir haben das tatsächlich in der Vergangenheit kritisiert. Ich weiß, wie es in der Polizeidirektion Hannover läuft. Da läuft es mittlerweile relativ gut, auch wenn es da 6-mal die Ortschaft Holtensen gibt. Aber selbst das hat sich mittlerweile eingespielt. Ich erlaube mir kein Urteil, wie es in der Polizeidirektion Göttingen, zu der ja nun die PI Hildesheim gehört, läuft. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Von daher bin ich da mit solchen Dingen immer vorsichtig. Ich bin aber jemand, der vom Grundsatz her sagt, weil ich auch selber übrigens viele Jahre auch in der Leitstelle selber meinen Dienst versehen habe, nichts ist so wertvoll wie profunde Kenntnisse über die aktuellen Örtlichkeiten, wenn ich die Frage damit gut beantwortet habe. Zweitens zur Personalie Uwe Lührich. Ich kenne Uwe Lührich seit vielen, vielen Jahren persönlich, sowohl dienstlich als auch wirklich persönlich. Sie werden verstehen, aus meiner Funktion heraus als Landesvorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes werde ich mich, gerade weil sich auch der Landtag mit dieser Frage befasst, im Moment noch sehr damit zurückhalten. Ich war irritiert. Und ich war irritiert über die Kurzfristigkeit, über die Umsetzung. Und nun kenne ich auch unseren Innenminister sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie sich intensiv der Niedersächsische Landtag mit diesen Fragen beschäftigen wird. Mehr kann und darf ich momentan dazu nicht sagen. Sehr diplomatische Antwort, lieber Alexander. Danke. Thomas Brandes, auch ein leitender Polizeibeamter. Hallo Thomas und auch Ortsverbandsvorsitzender Himmelstür. Du hast dich gemeldet, bitte sehr. Ja, vielleicht zum Einsatz, weil Herr Heke das ja gesagt hat. Also ich kann das natürlich auch aus erster Hand erstmal sagen, dass man beim Einsatzgeschehen heutzutage eben nicht mehr unbedingt darauf angewiesen ist, dass die Leitstelle auch vor Ort ist. Das ist für die Polizei natürlich wirklich ein Wechsel gewesen, was man so nicht kannte. Früher hat man immer gesagt, die besten Polizeibeamten müssen in der Leitstelle sitzen. Sie wissen genau, wo es lang geht und wie man da am schnellsten hinkommt. Also wenn man sich natürlich heute digitale Systeme anguckt und wenn ich heute eine Örtlichkeit eingebe, so wie Spandauer Weg, so wie das Herr Zimbel gesagt hat, dann poppen natürlich gleich Fenster auf, dann poppen Landkarten auf. Das Problem, was wir vielmehr da haben, ist, welche Kollegen sitzen in den Leitstellen, also zum Beispiel in Hameln. Wir haben da teilweise junge Kollegen sitzen, da fehlt einfach so ein bisschen Erfahrung und von daher kann es da das ein oder andere Mal haken. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Heute hat die PG Hildesheim die Zahlen bekannt gegeben in einer Pressekonferenz. Wir haben die niedrigste Straftatenrate seit 21 Jahren, also seit der Wiedervereinigung. Wir haben über 63% Aufklärungsquote in der Polizeiinspektion Hildesheim. Also man kann nur das unterstreichen, in Hildesheim legt man sicher. In Ahrfeld haben wir 75%, also das ist mein Revier. Also von daher bin ich zufrieden mit den Ergebnissen, was ich morgen präsentieren kann an die Presse. Was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, ist, wir dürfen nicht den Fehler machen und müssen das isoliert sehen. Ich denke auch, wenn man so eine Quote hat von 40 Leuten im Stadtordnungsamt, dann ist das illusorisch. Wir haben ja Polizei und wir haben auch ausreichend Polizei in Hildesheim verfügbar. Was für mich ganz wichtig ist, sind, dass man sich seitens der Stadt Zeitlagen anguckt, wo man auch seitens der Stadt planen kann. Wenn ich also bestimmte Festivitäten habe, zum Beispiel am Hohensensee oder in der Innenstadt, dann erwarte ich sehr wohl, dass dort auch Stadtordnungsamt vorhanden ist. Aber man kann sicherlich nicht erwarten, dass immer jeden Samstagabend, jeden Freitagabend Stadtordnungsamt unterwegs ist.
weil für die Soforteinsätze, für die Gefahrenabwehr, für die Straftatenverfolgung sind natürlich auch dann die Polizeibeamten originär zuständig. Und man muss sich natürlich schon Gedanken machen, wenn man im Moment sieht, dass das Stadtordnungsamt eben durch den Osterberg geht und guckt, ob die Hunde angeleint sind, ob das der richtige Einsatz dann halt ist. Das ist auch wichtig, das will ich gar nicht in Abrede stellen, gerade ab dem 1.4., wenn wir noch den Leinenzwang haben. Aber ich denke, ein vernünftiges Monitoring, vernünftiges Controlling, wie ich dieses Stadtordnungsamt einsetze, für welche Szenarien, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und natürlich auch die Netzwerkarbeit. Herr Schiedek hat es vorhin angesprochen, als es darum ging, um die Schulen. Ich sehe das auch so, man muss in die Schulen reingehen, man muss Kommunikation zwischen Schulen, zwischen den präventiven Einrichtungen der Polizei oder der städtischen Einrichtungen herstellen. Aber man muss die Konsequenz auch haben. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel auch die Justiz, dass man auch sehr schnell bestimmte Fehlverhalten aburteilt und dass auch Konsequenzen erfolgen. Wenn man heute sieht, wie lange teilweise Verfahren laufen oder was dann auch an Konsequenzen herauskommt, dann gehen die mit gehobenem Finger an einer Schützenwiese vorbei und sagen, guck mal, ich habe das gemacht und nichts ist passiert. Und genau das ist eben dieses konsequente Verhalten, was wir natürlich als Polizei auch immer anprangern und fordern. Bitte konsequent handeln auf allen Seiten. Das war mein kurzer Beitrag. Herr Thomas, vielen Dank. Aus meiner Anfangszeit als junger Anwalt, der viel Strafrecht gemacht hat, kann ich mich nämlich genau an diese Fälle, die du eben beschrieben hast, nochmal auch im Jugendstrafrecht erinnern. Es gab nochmal in jedem Gericht gab es ja entsprechende Zellen, und zwar nicht nur zur Ausnüchterung, sondern da wurden auch am Wochenende Wochenendarreste abgesessen. Das gibt es aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt nicht mehr so tief dran, aber eher weniger. Und sowohl ja, wir haben sie noch, also man kann sie noch verhängen, aber es wird wirklich sehr, sehr wenig gemacht. Ne? Und das hat tatsächlich eine ganze Menge gebracht, weil wenn dann jemand Freitag bis Sonntag einrücken musste, war das nicht so angenehm. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan, ja. Genau. Gut, Thomas, vielen Dank. Alexander? Ja, noch zwei Ergänzungen noch dazu. Ja. Zum einen mehr Kulpa, aber tatsächlich, dass heute die PKS-Zahlen bekannt gegeben worden sind, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber... Glückwunsch zu, was war, 63% für die PI, das ist schon stark, und 75% Verhaltelt, das ist ja, also das ist, könnte ja fast sagen, damit wir gespielt haben, aber nein, alles gut. Nein, aber es ist klar, die Zahlen sind natürlich gut, ist doch gar keine Frage, und die sind auch insgesamt gut. Ich möchte nur noch mal auf einen Punkt eingehen, und natürlich, da sind wir beide Kollegen, das sehen wir natürlich ähnlich. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Der Ordnungsdienst der Stadt, und das ist ja gerade momentan das Kernthema, was wir haben, ist keine Alternative, keine, nicht mal eine Ergänzung der Polizei, sondern es ist natürlich ein ganz anderer Bereich. Na klar ist die Landespolizei Niedersachsen oder die zuständige PI zuständig für die Gefahrenabwehr und vor allen Dingen auch für die Strafverfolgung. Da möchte ich überhaupt nicht falsch verstanden werden. Ich habe aber selber auch die Erfahrung gemacht, wie gesagt, meiner letzten Diensttätigkeit, wie gut es läuft. Es läuft aber auch nur dann gut, da hast du das richtige Stichwort gerade gesagt, wenn ich das dementsprechende Monitoring anwende. Wenn ich die einfach frei floaten lasse, dann kann es nicht vernünftig funktionieren, sondern man muss tatsächlich im Grunde genommen sich alle 2-3 Tage auch von polizeilicher Seite mit denen zusammensetzen, wo haben wir Kernpunkte, wo haben wir Brennpunkte, wo haben wir Schwerpunkte, wo können wir miteinander arbeiten. Ich bin vorsichtig in der Kritik, weil das steht mir nicht zu. Und ich kritisiere immer gerne, aber ich kritisiere ungerne Dinge, die ich nicht so hundertprozentig beurteilen kann. Und da weiß ich natürlich nicht, wie die Abläufe in Hildesheim sind. Aber tatsächlich, und dieses Beispiel mit der Anleihenpflicht, darauf bin ich auch schon mehrfach angesprochen worden, auch gerade als Hundebesitzer, das kommt natürlich bei Bürgerinnen und Bürgern nicht gut an, wenn wir auf der anderen Seite 1000 Brennpunkte haben, um die sie sich tatsächlich besser kümmern könnten, als dass der kleine Labrador da unangeleint mal am 1. April durch den Feldmarkt läuft. Also tatsächlich absolut d'accord, da sind wir voll und ganz anderer Meinung. Ja, vielen Dank. Weitere Anmerkungen? Ich sehe momentan keine Hände. Gibt es irgendwas im Chat? Norbert Schneider. Doch, Norbert. Hallo. Norbert Schneider hat sich gemeldet. So, ich hoffe, ich bin zu hören. Ja. Bin ich zu hören? Ja, gut. Ja, ich wollte jetzt mal wieder die Riege der Polizeibeamten durchbrechen und als so eher liberaler Bürger aus der Provenienz, wie auch der große Stadtverbandsvorsitzende hat, ich habe auch mal Strafrecht gemacht. Ne? Aber auch nur zu Anfang, Frank, ist ganz klar. Ich wollte versuchen, mal so ein bisschen von den intelligenten Videosystemen nicht ganz wegzukommen, aber doch mal die etwas zu relativieren.
ich unterhalte mein Büro am Angoulême-Platz. Das ist ja einer der von Ihnen eben genannten Brennpunkte und sitze hier von 9 bis, naja, jetzt oder so. War doch, war das? Ich habe nicht Brennpunkte gesagt. Wirkliche Einsatzorte, genau. Ja. Also ich sitze da auch jetzt noch und es ist heute Abend so wie immer ruhig. Also man muss schon genau schauen, wo man solche intelligenten Videosysteme anbringt und vielleicht auch mit den Leuten vor Ort mal besprechen, braucht ihr es wirklich? Der zweite Aspekt bei den intelligenten Videosystemen ist natürlich deren Funktionsweise und zwar auch in ihren finanziellen Auswirkungen. Die Einrichtung kostet Geld, die Überwachung oder die Kontrolle kostet Geld. Und wir hatten vorhin schon von Ihnen dankenswerterweise angesprochen, auch die Frage, wer soll das bezahlen, wie soll man das bezahlen? Als Parenthese, ich war schon erstaunt, dass die Stadt 1 Million über hatte, die sie versuchte unter das Volk zu bringen. Und wo so viel Spielraum ist, kann man vielleicht auch das Geld sinnvoller einsetzen. Und wenn wir ernsthaft daran arbeiten wollen, den Stadtordnungsdienst insgesamt zu verstärken, personell aufzustocken, dann meine ich, sollte man so sparsam wie möglich mit der intelligenten Videobegleitung schon aus Kostengründen umzugehen. Ich bin auch, das hat man vielleicht meinen Worten insgesamt entnommen, kein allzu großer Anhänger dieser Art und Weise der Sicherheitsherstellung. Aber sie kostet Geld und wenn wir das Geld woanders besser einsetzen können, dann meine ich, sollte man da vielleicht eher sparen und bei der anderen Stelle eher zulegen. Aus meiner Sicht bin ich auch sehr stark dafür, dass die persönliche Präsenz der Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes zunimmt. Das, was Sie beklagt haben, beklage ich auch. Ja, man ist mal froh, man kann das im Kalender anstreichen, wenn man einen sieht. Dabei bin ich Innenstadtbewohner, Bewohner der Oststadt noch dazu. Wobei die Frage ist, wo wohne ich? Also momentan wohne ich mehr im Büro. Deswegen bin ich auch in dem Ortsverband, in dem ich bin. Ein letztes noch, das überschneide ich jetzt zum Thema Prävention. Es gibt ja durchaus in Hildesheim Anlaufpunkte für Jugendliche und auch Jugendliche, die es im Leben, sagen wir mal, nicht so ganz leicht haben. Da fällt mir sofort das Broadway ein im Fahrenheit-Gebiet. Da wird Jugendarbeit gemacht. Meine Bitte, ich kann dazu nicht sagen, ich weiß nicht, wie das läuft, ist natürlich, wenn man sich um Vernetzung kümmert, dass man auch mit diesen Leuten redet und man sagt, wie kommt ihr klar? Was machen eure Jugendlichen? Habt ihr die hier einigermaßen im Griff? Wisst ihr, wann sie über die Stränge schlagen oder wann sie sich relativ ruhig verhalten? Und so weiter und so fort. Dankeschön, das war's schon. Norbert, das war ja auch ein kleines Potpourri sozusagen. Ich glaube, die Vernetzung mit dem Broadway und Jörg Pieprig und dem Caritas ist, glaube ich, schon ganz gut. Zumindest hatte ich immer das Gefühl. Die Million, die unters Volk gebracht worden ist, mein Lieber, stammt aus dem sogenannten Existenzsicherungsfonds, die die Stadt Hildesheim mit Erlaubnis und Abstimmung der Kommunalaufsicht des Landes Niedersachsen sozusagen in einem Haushaltstitel mit insgesamt 2 Millionen Euro eingefügt hat zur Bekämpfung der Pandemie und zur Stärkung der Innenstadt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass wir versucht haben, größtenteils ist es gelungen, der eine sieht es anders, aber ich sehe zumindest so, dass es gelungen ist, auch die 2. Million tatsächlich zur Stärkung der Hildesheimer Wirtschaft, zur Stärkung der Hildesheimer Innenstadt und zur Stärkung des Allgemeinwesens zur Bekämpfung oder nach Ende der Pandemie einzusetzen. Dementsprechend hatten wir sie nicht über und wir wollten sie auch nicht unter das Volk bringen, sondern es gab einen gewissen Zweck, der dahinter gesteckt hat. Das vielleicht. Aber ihr hattet sie. Wir hatten sie genehmigt bekommen. Ja? So, das war nun ein kurzer fachlicher Einwand. Das ist durchaus nachvollziehbar. Das wunderte mich jetzt auch nicht, dass der kam. Und seit einem knappen Jahr wundert man sich ja plötzlich in allen möglichen Bereichen und Lebenslagen, wo plötzlich irgendwelche Gelder herkommen und ein ständig Klammer Herr aus der Grafschaft Bentheim plötzlich nochmal 4 Milliarden Euro irgendwo findet. Also das sind halt die Realitäten der Aktualität. Damit müssen wir, glaube ich, leben. Nein, aber tatsächlich, ich möchte einfach nur 2 Sätze noch dazu sagen. Stichwort Videosysteme. Ich bin, das werden Sie gemerkt haben, ein großer Freund und Verfechter dessen, weiß aber auch um die Probleme. Ich möchte einfach immer nur gewisse Ängste davon nehmen, weil ich glaube, dass man damit eine Menge erreichen kann. Ich hatte nur 3 exemplarische
Beispiele genannt, wo so etwas möglicherweise denkbar wäre. Ob das tatsächlich da denkbar ist, das wird die PI Hildesheim deutlich besser wissen. Denn da muss man sich natürlich wirklich das Straftatengeschehen angucken und ähnliche Dinge mehr. Mir ist es eben einfach nur wichtig, auch in der Kommune, und das wird häufig vergessen, diese rechtlichen Voraussetzungen sind da. Es steht im NPOG ganz klar drin, Polizei und Verwaltungsbehörden können. Und da finde ich es mal schön, wenn Verwaltungsbehörden nicht sagt, oder steht Polizei und damit sind wir raus, sondern auch Verwaltungsbehörde zumindest dieses Thema mit auf dem Schirm hat. Wenn es in der Aktualität nicht erforderlich ist, wenn es vielleicht auch nicht finanzierbar ist, wobei das immer so eine Begründung ist, die mir nicht so richtig gut gefällt, aber dann kann man das mit Sicherheit auch schieben. Aber man sollte es zumindest nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen. Und weil wir eben jetzt seit über einem Jahr die rechtlichen Voraussetzungen dafür haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sagen, Mensch, wir versuchen das mal, vielleicht können wir dort gewisse Probleme mit in den Griff kriegen. Die ganzen Randthemen, keine Frage, d'accord. Ja, vielen Dank. Thomas Brandes hat sich nochmal gemeldet. Thomas. Ja, vielleicht nochmal einen Ansatz bzw. eine Ergänzung auch zur Videoüberwachung. Also Dennis hat ja schon ganz deutlich gesagt, Ohlendorfer Brücke ist sicherlich schon ein Punkt, wo man darüber nachdenken könnte, dass man dort eine Videoüberwachung installiert. Die Kehrseite ist immer natürlich auch dann teilweise unsere datenschutzrechtlichen Vorschriften. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Wir haben in meiner Zeit in Saarstedt an der Wendeschleife, der eine oder andere wird es kennen, ein erhebliches Straftatenaufkommen gehabt. Dann haben wir eine Videoüberwachung durchgekriegt. Dann sind die Straftaten rapide runtergegangen und dann mussten wir uns rechtfertigen, dass die Videoüberwachung weiter aktiv geschaltet werden sollte. Das heißt, wir haben eigentlich das, was wir wollten, eine Reduzierung von Straftaten an Brennpunkten erreicht, um uns dann die Frage stellen zu müssen, jetzt dürft ihr aber nicht weitermachen, weil jetzt habt ihr keine Straftaten mehr, dann müsst ihr abschalten. Und das ist natürlich so eine Sache, wo ich wieder sage, das kann man schlecht verkaufen, das kann man auch in der Öffentlichkeit schlecht verkaufen. Also ich plädiere auch dafür, was Alex Simbel gesagt hat, dass NPOC sieht Verwaltungsbehörde und Polizei vor. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Stadt bei bestimmten neuralgischen Punkten, vielleicht auch Bahnhofsvorplatz zum Beispiel oder Ohlendorfer Brücke, das sind nicht viele Punkte, dass man da sagt, da sollte man über solche Sachen nachdenken. Und vielleicht nur noch einen Hinweis oder eine Ergänzung, auch die strategische Organisationsanpassung der Polizei ist ja wieder in dieser Zielrichtung mehr Präsenz in die Fläche, Stichwort Kontaktbeamte, Alex wird das wissen, dass wir wieder versuchen, mehr Kontaktbeamte zu installieren. Auch das zeigt wieder, dass man weg will von diesem Erfassen von Straftaten, Auswerten von Straftaten, sondern das ist das subjektive Sicherheitsgefühl und das darf man halt nicht unterschätzen. Man kann das immer so schön an Zahlen festmachen, die Kriminalität ist gesunken, aber das subjektive Sicherheitsgefühl, wenn man irgendwo lang geht, das muss man versuchen zu erhöhen und das ist natürlich in erster Linie mit personeller Präsenz zu gewährleisten und dazu gehört natürlich einmal Stadt, einmal Kommune und natürlich auch Polizei. Vielen Dank, Kontaktbeamte, für die es, glaube ich, nicht alle wissen, wir haben momentan 3 Stück in Hildesheim. Ja. Das ist eigentlich zu wenig. 3 teilen sich, und die machen das sehr gut, teilen sich den gesamten Stadtbezirk auf oder alle Stadtteile sozusagen auf. Kontaktbeamte sind auch ständige Mitglieder zum Beispiel der Ortsratssitzungen und haben sicherlich auch viel zu tun. Aber danke für das Plädoyer, dass auch an dieser Stelle aus meiner Sicht über eine Personalaufstockung nachgedacht werden müsste im Zusammenspiel. Wobei, und da bin ich mir ziemlich sicher, was Uwe Ippensen in dem Moment sofort sagen würde und Thomas Brandes wird es bestätigen, da hat die Polizei dann sofort das Tischtucheffektproblem, weil in dem Moment, wo sie an dem einen Tischtuch ziehen, fällt an dem anderen Tischtuch irgendwas runter und auf der anderen Tischtuchseite. Also das ist einfach das Kernproblem. Da möchte ich, genau wie Thomas Brandes auch einfach, auch wenn ich jetzt seit 1,5 Jahren an einer anderen Tätigkeit war, nachgehe, aber ich bin immer noch Beamter übrigens, auch immer noch Polizeibeamter, einfach dafür werben, auch um Verständnis zu werben. Es ist eben nicht so einfach umzusetzen. Und wenn ich aus diesen 3 Kontaktbeamten, und ich halte das definitiv auch für zu wenig für eine Stadt wie Hildesheim, und mit dem einen bin ich häufiger in Kontakt und wir unterhalten uns intensiv, aber wenn ich aus den 3 Kontaktbeamten 6 Kontaktbeamte mache, muss ich 3 Kolleginnen und Kollegen irgendwo anders wieder abziehen. Das ist einfach die Realität. Die fehlen mir entweder mehr Mittel im Bereich oder sie fehlen mir im Einsatz- und Streifendienst. Und tatsächlich, und ich glaube, das gilt mittlerweile für die gesamte Landespolizei Niedersachsen, die Polizei ist insgesamt und überall auf Kante genäht. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Die Zeiten des personellen Überflusses
Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, wie es Thomas geht, wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr. Dafür reicht unser Gedächtnis nicht mehr. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich morgens zum Frühdienst wach geworden, hatte irgendwie schlecht geschlafen und habe dann auf der Dienststelle angerufen und gesagt, ich nehme heute dienstfrei, bleibe zu Hause. Diese Zeiten sind aber über 20 Jahre her. Und heute ist sowas undenkbar. Das ist nicht mehr zu wollen und nicht mehr zu machen. Und wir müssen natürlich auch mit den Konsequenzen dessen leben, keine Frage. Ja, vielen Dank. Weitere Anmerkungen? Ich gucke nochmal in unsere Runde. Thema ist ja eigentlich so interessant, weil wir alle in einer sicheren und auch sauberen Stadt, wie wir ja alle heute mehrfach festgestellt haben, leben wollen. Da muss es doch noch weitere Anregungen geben. Oder der Impulsvortrag von Alexander Zimbel war so gut, dass wir alles abgearbeitet haben. Und da kommt Peter Bodenstedt. Hallo Peter. Hallo, grüße euch. Ich möchte doch zu dem Punkt sichere und saubere Stadt nochmal zurückkommen. Wir haben ja doch zwei Brennpunkte in Hildesheim für die sogenannte Trinkerszene. Das ist einmal in der Wallstraße an dem Parkplatz schräg gegenüber vom Nettomarkt und dann an der Jakobikirche. Gut, die Leute selber sind ja in der Regel friedlich und stören weiter keinen. Was aber wirklich sehr störend ist, ist dieser furchtbare Dreck, der da hinterlassen wird, wenn die Leute da verschwinden. Besonders auffällig ist das an der Wallstraße. Da liegen leere Flaschen, da stehen Einkaufswagen, da sind Essenbehälter, die da rumliegen. Und das passt aus meiner Sicht zu sicherer und sauberer Stadt nicht ganz so gut. Danke. Ja, vielen Dank, Peter. Aus der Erfahrung, bevor ich die Fachleute hier unter uns noch einmal bitte, dazu vielleicht auch Stellung zu nehmen, Thomas Brandes und auch Alexander Zimbel, haben wir dieses Thema ja ganz oft im Rat diskutiert und in den Fachausschüssen. Und wir haben es immer auch behandelt mit dem Thema Streetworker. Einsatz von Streetworkern etc. und haben auch ganz oft gefordert in den letzten Jahren, die Stellen der Streetworker zu erhöhen. Wir haben ja 1,5 Stellen im Haushalt, die eigentlich viel zu wenig sind. Wir haben zumindest ein Gesicht eines Streetworkers, der das sehr gut macht, der auch nach außen hin kenntlich unterwegs ist. Und wir haben immer die Schwierigkeit gehabt, dass die Verwaltung gesagt hat, wir brauchen nicht mehr Streetworker-Stellen und wir müssen auch nicht mehr Leute einsetzen, weil es ändert an der Situation nichts. Ich sage es mal etwas platt. Das ist natürlich immer häufig ein Armutszeugnis gewesen. Du erinnerst dich an der Jakobikirche, wurde ja dann diese Bank unter anderem mit Spenden auch teilweise von uns eingesetzt, die ja so ein bisschen erstmal eine Entspannung gebracht hat, aber auch nur für eine kurze Zeit. Und das Problem ist immer nur rudimentär besiegt worden, immer nur zeitlich. Und es kommt natürlich auch darauf an, wenn jetzt wieder andere Zeiten kommen. Wir haben ja, wie du dich auch erinnerst, auch mal Veranstaltungen gemacht über Sicherheit bei Plätzen. Andreasplatz zum Beispiel abends, wie muss der beleuchtet werden und so weiter. Wie können da Streetworker oder andere auch mit Jugendlichen ins Gespräch kommen? Also ich glaube, da muss immer noch viel geschehen. Da sind wir bei weitem nicht am Ende der Fahnenstange. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf die Fachleute zurückkommen. Wobei, vielen Dank, ich dem kaum noch was hinzuzufügen habe, weil das war, dann muss ich den Ball mal zurückspielen, genauso der allumfassende Aufschlag gerade eben. Vielleicht eine Ergänzung. Das gerade geschilderte Beispiel, das ist natürlich aber auch klassisch wirklich Ordnungsdienst. Und man muss sich, wenn die Leute gut ausgebildet sind und wenn die Leute vernünftig ausgestattet sind, sich natürlich über ihre Rolle klar werden. Und die haben natürlich eine andere Rolle, auch als die Polizei manchmal haben kann und haben darf. Und das kann man sich auch durchaus zum Vorteil machen. Die kommen natürlich mit diesen Menschen auch manchmal einfacher ins Gespräch, besser ins Gespräch, können so ein bisschen sensibilisieren auch für das jeweilige Verhalten und Peter Bodenstedt hat es gesagt, die sind ja auch durchaus ansprechbar, zumindest meistens beziehungsweise bis zu einem gewissen Grade.
Und da kann man eben natürlich auch sehen, man muss nicht überall mit der Repressionskeule durch die Gegend laufen, sondern man kann eben auch wirklich versuchen, mit diesen Menschen gemeinsam zu sagen, so pass auf Leute, jetzt na, ist hier auch mal gut und fittig und seht zu, dass ihr die Sachen auch wieder vernünftig ins Reine bekommt. Also tatsächlich, das passt. Zweites Stichwort Streetworker, das, genau dieselbe Aussage wie zu Kontaktbeamten der Polizei, wenn eine Stadt... Und das meine ich jetzt bitte wirklich nicht auf die Kontaktbeamten, sondern auf die Streetworker bezogen. Wenn eine Stadt mit 100.000 Einwohnern oder mittlerweile über 100.000 Einwohnern der Meinung ist, mit einem Streetworker auszukommen oder 1,5 Vollzeiteinheiten, wenn ich es eben richtig gelernt habe, das sehe ich anders. Und andere Kommunen, das ist immer das Interessante, andere Kommunen, und da muss ich nicht nur in Niedersachsen bleiben, die gehen da deutlich anders ran und doch deutlich erfolgreicher. Man muss sich wirklich die Riege der Städte zwischen 100 und 120, 150.000 Einwohner angucken, die ähnlich strukturiert sind wie Hildesheim. Ich glaube tatsächlich, wir glauben tatsächlich, da geht mehr. Vielen Dank. Auch ein Punkt, mit dem wir sicherlich noch für das Wahlprogramm noch ein bisschen Aufschlag sorgen. So, Thomas, du hast dich auch gemeldet. Ja. Nur ergänzend vielleicht noch dazu. Also für mich wäre auch wirklich ganz, ganz wichtig, wir haben ja nicht viele solche neuralgischen Punkte, wo unsere Trinkerszene, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen abhängt, sondern diese Leute brauchen eine ganz feste Streetworker-Bezugsperson. Das heißt, es muss sich wirklich eine Person oder zwei Personen um diese Leute kümmern und man muss denen natürlich auch Angebote machen, wo sie sich aufhalten können. Und ich sehe das genauso, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und sehe dann, wie es vor der Jakobikirche ist, dann ist das natürlich auch nicht gerade einladend, wenn man die Rosenroute lang geht und dann kommt man da lang irgendwie, guckt links und guckt rechts und sieht dann diese Leute. Aber wir brauchen da wirklich Bezugspersonen und ich denke, dann würde man das und Ausgleichsflächen, so will ich es mal bezeichnen, wo die sich aufhalten können, dann wäre das auch, wäre das auch vernünftig umzusetzen. Ein Ansatz, der für mich für Sicherheit noch ganz wichtig ist, das kam so am Rande, wäre wirklich Beleuchtung. Beleuchtung sagen wir auch immer, wenn es um den Schutz von Eigentum, also von Wohneigentum geht. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir in Verbindung mit unserer Verkehrspolitik und mit der Sicherheitspolitik auch das Thema Beleuchtung immer auf dem Schirm haben. Wenn ich nicht möchte, dass die Leute von Himmelstür über die Breslauer Straße fahren, sondern an der Innenstadt lang, dann würde ich das meiner Tochter oder so nur empfehlen, wenn da auch eine vernünftige Beleuchtung ist. Ansonsten sage ich immer, fahr die Breslauer Straße und dann fährst du über die beleuchteten Flächen. Also Beleuchtung halte ich für ein ganz elementares Thema, auch wenn es um Sicherheit geht. Das vielleicht noch ergänzend. Ja, vielen Dank, Thomas, dass wir das auch nochmal insofern jetzt in die Runde gebracht haben. Gucken wir noch weitere Wortmeldungen, Anmerkungen. Also vielleicht ein Statement dazu einfach noch mal als Ergänzung. Beleuchtung ist, da kann ich Thomas Brandes nur beipflichten, das ist das entscheidende Thema. Insgesamt städtebauliche Dinge, das ist ja ganz am Anfang auch gekommen. Insgesamt haben städtebauliche Dinge einen unheimlichen Einfluss auf sicherheitspolitische Fragen. Wenn wir es hier in der Gänze erörtern, würden wir wahrscheinlich morgen früh noch sitzen. Aber tatsächlich, Beleuchtung, und man kann mit Beleuchtung unheimlich viel erreichen. Das ist gar keine Frage. Es gibt Teilbereiche, da frage ich mich, warum da ein Zentimeter eine Laterne steht. Und es gibt andere Bereiche, da passiert leider gar nichts. Also da muss man tatsächlich wirklich mehr mit Auge arbeiten. Umso mehr dunkle Plätze ich habe, umso unsicherer fühlt sich die Bevölkerung. Und die Huckeduster, mit denen wir nun ab und zu tun haben, die fühlen sich da ziemlich wohl. Also es gibt da so den Begriff der Lichtscheuheit. Also von daher absolutes Votum dazu, städtebaulich dort. Und da muss man nicht viel Geld in die Hand nehmen, aber städtebaulich da mit Sicherheit nochmal nachzulegen. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen noch, Norbert Schneider und dann Christoph Stache. Ja, zum Thema, danke. Zum Thema Beleuchtung wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich habe ja neulich wieder was gelesen und da war eine Stadt, die hat erwogen, ihre Beleuchtung mit so, ich weiß nicht, sind das Bewegungsmelder, Lichtschranken und so weiter auszustatten, sodass sie also das Licht nicht umsonst vergießt, sondern immer punktuell einsetzen, nämlich da, wo ein Mensch ist. Ich glaube, das war im Anschluss an diesen fürchterlichen Mord an der englischen jungen Frau da, mitten in so einer englischen Stadt, wo die auch gesagt haben, wir müssen mit der Beleuchtung besser umgehen lernen, dass also die Leute immer im Licht gehen. Nicht? Das wäre vielleicht auch noch mal eine Erwägung. Kostet alles Geld, aber spart ist vielleicht bezahlbar, wenn man den Strom an anderer Stelle einspart, so wie bei dem Ampelgrün machen wir es ja auch. Es wird ja auch gesammelt und verteilt. Nicht? So, ja.
Vielen Dank, Norbert. Nehmen wir auch gerne so auf. Christoph Stache, hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Zum Thema Beleuchtung, da gibt es es ist solarbetriebene Leuchten. Dadurch habe ich nicht mal das Problem, dass ich irgendwie Kabel verlegen muss, sondern ich habe einfach Lampen, die haben oben Solarpaneele drauf. Und darüber leuchten die dann praktisch über den Akkubetrieb über die Nacht über. Und dadurch habe ich natürlich auch schon mal Kosten gespart, weil ich halt kein Kabel verlegen muss. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative vielleicht, um das nochmal so ins Gespräch zu bringen. Da kann ich aber jetzt schon sicher sein, das bekommen wir nur durch, wenn unser nächster Oberbürgermeister Dennis Münter heißt und wir ganz klar auch sagen, wir wollen Veränderungen in kleineren Bereichen dieser Stadt, die wir wichtig halten, so wie wir es eben gesagt haben. Wenn wir die heutige Verwaltung spulen würden, dann würde es heißen, wir müssen erstmal einen Arbeitskreis dafür einsetzen und wir müssen eine Prüfgruppe mit einem genauen Auftrag dann auch nochmal ausstatten. Und das würde relativ lange dauern, kann ich aus Erfahrung von mehreren Jahren Ratsarbeit dann mitteilen. Ich kann mich natürlich auch irren, dass das auch mit dieser Verwaltungsspitze gut laufen könnte, hege da aber sozusagen meine Zweifel. Und ein externes Gutachten muss eingeholt werden. Ja, und ein Gutachten, genau. Marcel, hallo, grüße dich. Hallo. Dass man in Hildesheim, wir haben ja das Problem, dass immer Flaschen oder irgendwelche Pfandgegenstände auf dem Boden stehen, dass man wieder Pfandringe um die Mülleimer macht, wo die dann reinkommen. Frank Wurzack schreibt eifrig mit. Schreibt eifrig mit, ja. Okay, ja, vielen Dank auch noch für die Anregung, Marcel. Meine lieben Freunde, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wenn das so der Fall sein sollte, dann danke ich mich ganz herzlich für eure Teilnahme. Ich freue mich, dass ich Alexander Zimbel als profunden Gast der Szene hier an meiner Seite hatte, mit diesem wirklich hervorragenden Impulsvortrag mit ganz vielen verschiedenen Punkten, die wir aufnehmen. Danke für eure ganzen Anregungen, Maßnahmen bis eben zum Schluss auch hinsichtlich der Flaschen und auch des Themas Solarleuchten ohne Kabel ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir versuchen unser Bestes, dass das Thema Beleuchtung auf diesem Weg auch nochmal neu aufgezäumt werden kann. Ich freue mich, wenn ich möglichst viele von Ihnen und von euch in der nächsten Woche zu einem vollkommen anderen Thema, aber ein Thema, was Hildesheim auch betrifft, nämlich die sogenannte studentische Szene. Fühlt sich die Jugend in Hildesheim wohl und was macht das Hildesheimer Nachtleben? Euch dann hier begrüßen kann. Also konträr zur Sicherheit und Ordnung, aber für das Stadtbild und unsere Stadtgesellschaft genauso wichtig. Ich wünsche euch allen, Ihnen allen einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank für eure Teilnahme. Tschüss. Tschüss. Nochmal das Dennis-Video.